Also sagen wir so extrem Bock, ne? Also mein letztes Spiel ist jetzt schon seit, ich glaube, im März gewesen. Im Halbfinale war ich verletzt, von daher, ich habe jetzt lange trainiert, bin fit. Also es ist geil, dass es wieder losgeht am Sonntag. Dieses Wochenende werde ich wahrscheinlich noch nicht spielen können, aber auf dann, wenn dann im Oktober die Spiele weitergehen, dass ich dann auch wieder einsteigen kann und mich dann nach und nach wieder in eine passable Form spiele. Ja, wir wollen natürlich immer Titel gewinnen und wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, wenn alle fit sind, und dann mischen wir sicherlich mit, und klar wollen wir auf jeden Fall wieder einen Titel her. Ein Titel zumindest ist auf jeden Fall das Ziel. Ich meine, wir wissen natürlich, wie stark die Liga mittlerweile ist, dass es nicht mehr nur noch Borussia Düsseldorf ist und dass es jetzt eine Riesenüberraschung war, dass wir die Titel nicht gewonnen haben, sondern wir wissen, dass es zwei, drei andere Vereine gibt, die auf einem Level sind, wo die Tagesform am Ende entscheidet. Und das ist super für die Liga, sehr schön für den Tischtennissport, aber für uns als Borussia Düsseldorf natürlich auch erstmal schwer zu akzeptieren und zu realisieren. Aber ja, wir hatten da Respekt davor, vor den Leistungen der anderen. Und aber es ist auch ein Riesenansporn für die neue Saison, weiter an uns zu arbeiten und hoffentlich endlich wieder auch einen Titel zu gewinnen. Klar, die letzte Saison war jetzt ohne Titel. Ist schon deprimierend, weil man kennt die Historie und Borussia gewinnt eigentlich immer einen Titel, oder früher wurde gesagt, die Borussia gewinnt sowieso alles. Die Zeiten sind natürlich jetzt ein bisschen anders. Die anderen Teams haben aufgeholt und von daher, ja, wir wollen die Titel holen oder die Finals erreichen und mit um die Titel spielen. Aber ich glaube, dass wir hier nächstes Jahr einen Pokal stehen haben.